Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und damit ein herzliches Willkommen in die quasi vorletzte vollständige Handelswoche in diesem Jahr. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Tage doch vergehen. Olaf, guten Morgen und damit auch ein herzliches Willkommen an alle Live-Zuschauer hier, wie die auch die Elena. Wenn Sie mögen, gerne immer die Fragen rein in die Chats hier im Facebook oder auch auf GoTo Webinar. Du zeigst mir gerade, Elena, wir sehen den falschen Bildschirm. Ah, ich sehe gerade, kleinen Augenblick, ich schalte das Ganze nochmal um, kurzen Augenblick. Im GoTo-Webinar müsste es passen, Elena. Ich glaube, die Facebook-Seite zeigt den falschen Bildschirm. Das mache ich natürlich sofort weg. Kurzen Augenblick, bitte. So, ich muss nochmal suchen, welcher Bildschirm das ist. Ich glaube, der ist es. So, jetzt müsste hier an dieser Stelle jeder auch in Kürze den Bildschirm mit der Präsentation sehen. So, passt. Sehr schön. Also, damit gehen wir doch in die neue Woche mit ein paar neuen Handelsideen. Wir hatten ja letzte Woche auch die Indizes besprochen, die aktuelle Lage an den Indizes. Und die nehme ich heute auch mit auf. Da schauen wir über den S&P 500, weil der hat dann einer sehr, sehr exponierten Situation geschlossen. Und da schauen wir einfach mal drauf, was hier an dem Punkt, wo er jetzt ist, auf uns warten kann. Danach schauen wir noch in das Silber und in den Chart von britischen Pfund, US-Dollar mit hinein. Das also die Ideen für heute. Zuvor der obligatorische Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das als wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Dann gehen wir mal in die Nachrichten. Ich habe beschlossen, die Nachrichten jetzt auch ein bisschen zu erweitern. Also nicht nur im US-Raum und dem Euro-Raum, sondern einfach noch ein paar andere wichtige Punkte dazu zu nehmen, auf die ich persönlich auch immer noch mit schaue. Und ich denke, das wird auch für den einen oder anderen hier interessant sein, gerade weil wir heute beispielsweise auch wieder auf den britischen Markt schauen. Und da gibt es ja auch immer wichtige Nachrichten solcher Märkte, die die Kurse entsprechend von den Indizes oder den entsprechenden Währungspaaren auch deutlich bewegen können. Von der Seite her schauen wir heute auch einmal rein, hier als wichtige Nachrichten, die heute noch auf uns warten, das heißt, die vor uns liegen. Das sind hier mit der höchsten Relevanz um 10:30 Uhr aus Großbritannien. Da gibt es das BIP, dann gibt es die Produktion des verarbeitenden Gewerbes, und dann gibt es hier noch aus den USA am Nachmittag das Thema JOLTS, Stellenangebote. Auch das ist ein wichtiger Gradmesser hier, wie sich der Jobmarkt in den USA auch ja, bewegt bzw. weiter entwickelt. Was gibt es dann entsprechend am Nachmittag noch, beziehungsweise hier im Vormittag aus Großbritannien? Gibt es dann noch die Industrieproduktion und die Handelsbilanz? Also hier alles diese Dinge, die wir in den Vormittagsstunden auch erfahren aus dem Raum Großbritannien. Das ist wichtig für nachher, wenn wir einen Blick werfen in das Währungspaar britischer Pfund US-Dollar. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch gleich einmal in die Charts hinein. Hier offen vor uns jetzt liegend der MetaTrader von Tickmill mit dem Add-on vom Stereo Trader. Wir sehen hier Ludger, schönen guten Morgen. Wir sehen hier direkt den Chart vom US 500. Das heißt, das ist der S&P 500, den wir uns hier gerade mal betrachten. Den habe ich jetzt für Sie erst einmal zum ersten Start in den Blick auf Wochenbasis reingestellt. Warum habe ich das gemacht? Ich erkläre das ganz gleich. Wir gehen gleich in den Tag hinein. Nur hier ist einfach etwas, Fernando, auch dir einen schönen guten Morgen. Hier ist einfach etwas, das bewegt. Und das bewegt viele und das bewegt viele Händler auch, die noch nicht ganz sattelfest in ihren Strategien sind, hin und her und wirft immer wieder Fragen auf. Das bekomme ich aus Rückmeldung. Lütke, auch dir einen tollen Start in die neue Woche. Von der Seite her bewegt das immer wieder die Händler, die noch nicht so sattelfest in ihren Strategien sind. Was soll ich denn nun machen? Wenn man das Ganze einfach nüchtern betrachtet, haben wir hier entsprechend seit Wochen einfach nur ein Hin und Her gependelt zwischen dieser Marke hier oben um die 2800 und hier unten um die 2600 Punkte. So, wenn man sich das Ganze mal betrachtet, einfach auf den Trend, auf den großen Trend, den wir hier über den Markt gespannt sehen, also dieses hier, dann ist das momentan einfach noch nichts weiter, oder auch, was heißt noch, das noch können wir streichen, das ist nichts weiter als entsprechend eine weitere oder durchweg laufende Korrektur dieses großen Trendes. So, das passt also hier an dieser Stelle in das Bild.
Nun ist es aber so, man kann das ja auch trainen. Das ist ja auch das, was wir hier aktiv jeden Morgen machen. Und diese Spanne ist ja auch groß genug. Und wir sehen ja auch, dass der Markt regelmäßig von unten nach oben, beziehungsweise von oben nach unten schließt, beziehungsweise schießt. Er schnappt nach oben, schnappt nach unten. Das sehen wir an den Kerzen immer wieder. Das heißt, für den kurzfristigen Trading-Bereich ist das hochinteressant, innerhalb dieser Spanne zu traden. Nun kommt es aber dahingehend zu sagen, wie wird sich der Markt denn weiterentwickeln? Das sind ja dann auch weitere Szenarien, die wir entsprechend in diesem Markt auch traden können, beziehungsweise auch planen können. Und das alles hier über den S&P 500 gespannt, sagt uns halt momentan, die Korrektur ist noch nicht beendet. Punkt. Und jetzt kommt ein Aber, und zwar ein ziemlich großes Aber. Beim letzten Mal, als wir hier unten standen, hatte der Markt tatsächlich hier die Chance, eine W-förmige Korrektur zu machen. Das heißt hier hoch, runter, höheres Tief, ab nach oben. Interessant. Hier oben ging es aber nicht drüber, sondern wir sehen, was hier letzte Woche passiert ist. Der Markt hat dort oben einfach in brachialer Manier nach unten abverkauft. Und das zeigt mir als, sage ich mal, betrachtet, der das Ganze rein aus technischer Gesichtspunkt betrachtet, die Wirtschaftsdaten aus den USA mal außen vor gelassen, dass der Markt momentan eher den leichteren Weg nach unten sieht. Das heißt, wir fangen irgendwo in irgendeiner Art und Weise große Adressen an abzuladen, und dieses Hin und Her mit diesem starken Druck nach unten zeigt mir einfach, dass momentan wahrscheinlich der Weg nach unten führt und nicht nach oben. Das ist das, was ich in diesem Sinne aus dem Verhalten der Marktteilnehmer lese. Jetzt wissen wir aber nicht, ob es wirklich so ist. Das heißt, was hier diese Woche ganz genauso passieren kann, ist, dass wir das sehen, was wir vorletzte Woche gesehen haben. Einfach wieder hier unten rein und einen starken Schub nach oben. Das weiß man nicht. Das heißt, hier ist vom Prinzip her wieder eins ganz wichtig: Welchen Zeithorizont sollen wir hier traden? Das heißt, was betrachten wir denn jetzt hier für die Trading-Dauer? Für den mittelfristigen Bereich bin ich persönlich jetzt sehr, sehr, sehr vorsichtig, was das Thema Longs nach oben angeht. Ja, weil wir sehen, der Markt drückt immer wieder hier oben auf die Tube. Wir haben hier ein tieferes Hoch bekommen in diesem Bereich. Wir sehen hier oben diese abfallende Linie. Das ist ein Zeichen, dass der Markt dort oben einfach keine Käufer findet. Ja, das zeigt mir runter. Aber es kann genauso gut passieren, dass wir immer wieder Aufwärtsschübe bekommen, die wir dann für das kurzfristige Trading nutzen können, mit Blick nach unten. Wenn der Markt sich dann doch entscheidet, hier unten rauszubrechen, dann haben wir halt hier unten um die 2600 Punkte einige Marken liegen, die als Unterstützung dienen könnten. Aber wenn es runterschiebt, dann haben wir hier einfach ein paar Wochentiefs, die hier noch im Rahmen nach unten hin liegen. Das heißt, hier bei, was haben wir liegen? 2593, das wäre dieser Bereich hier unten. Dann haben wir hier ein Stückchen weit tiefer bei dieser großen schwarzen Kerze das Wochentief bei 2585. Eng aneinanderliegende Punkte, die werden gerne abgeholt, einfach durch den Orderflow, der an diesen Stellen liegen kann. Und dann ein Stück weit tiefer haben wir noch die Tages- bzw. Wochentiefs hier an dieser Stelle um die 2560 bzw. 2553 liegen. Das sind Marken hier in diesen Bereichen, die man immer wieder gerne auch anlaufen kann. Und hier dieser dicke Support am Jahrestief hier bei 2532, das war das Jahrestief, was wir hatten hier aus dem Februar. Das Licht unten, das Licht an Potenzial auf der Unterseite, definitiv erst einmal für uns. Wie weit es dann noch tiefer geht, kann man aktuell nicht sagen. Wir wissen ja auch nicht, ob es tiefer geht. Deswegen gucken wir jetzt mal in den Tageschart rein und lassen uns mal zeigen, was hier entsprechend los ist. Und hier sehen wir das Bild, was wir in der Woche gesehen haben, gerade einfach noch mal etwas tiefer hineingeblickt, und hier sehen wir sehr, sehr schön die fallenden Hochkurse. Hier unten können wir mittlerweile auch eine leicht schräge Linie reinzeichnen. Der Peak hier unten war auch da. Also das heißt, wir sehen hier unten die Marke von ungefähr 2600 Punkten. Die spielt immer wieder eine Rolle. Hier haben wir die Schwankung zwischen 2625 und 2603. Das sind so die Bereiche, in denen der Markt sich da unten aktuell immer noch gefangen hat, bevor er wieder hochgelaufen ist. Interessant wird das jetzt, wenn wir wieder so einen Abprall aus dieser Region sehen. Das heißt, der Markt gibt sich da unten immer noch nicht geschlagen, zeigt uns hier oben aber auch, hallo, passt auf, hier oben finden sich immer wieder Verkäufe, die den Markt dann runterschieben. Ein kurzer Rebound, so ein Schnapper nach oben, der kann uns dann durchaus auch wieder mal in diese Höhen hier führen, ne? Also das heißt, wir haben ja hier das Hoch vom Freitag, Donnerstag und Mittwoch in diesen Bereichen, da kann der Markt ganz gerne mal ranlaufen. Und das sehen wir dann entsprechend auch als aktive Händler, als Trading-Möglichkeiten, wo man da oben so ein bisschen was abholen kann. Das ist sehr, sehr wichtig zu sehen. Ansonsten wirklich Blick nach unten hingerichtet, wenn wir hier diese Marke definitiv nach unten wegnehmen, wenn der Markt hier sozusagen geschlachtet wird, die Märkte nur noch die
bestimmte Richtung nach unten kämpft, dann haben wir halt hier die entsprechenden Anlaufpunkte, die hatten wir gerade besprochen. Und das Ganze sieht man auch relativ gut im Stundenchart. Was wir im Stundenchart momentan halt einfach haben, ist die Situation, wir haben einen aktiven Abwärtstrend. Ich zoome das mal kurz etwas höher. Also hier, wir haben hier schön laufend einen Markt, der nach unten geht. So, jetzt haben wir hier diese hässliche Kerze drin. Das heißt, das zieht sich alles als Bewegung nach unten. Hier hat man Korrektur hoch, hier schubst das nochmal ein bisschen höher. Jetzt sind wir wieder unten. Das heißt, das, was wir hier unten sehen, ist bei weitem noch keine Aufwärtstendenz, sondern das ist einfach ein bisschen Gezappel unten am Boden. Das heißt, was wir hier sehen, ist, der Markt könnte durchaus ein Stück weit höher korrigieren. Da haben wir hier auch schöne Anlaufpunkte im ganz kurzfristigen Bereich. Wer sich das Ganze über die 5 Minuten anschaut, der kann das gerne machen. Da finden wir auch interessante Setups. Wir müssen dann halt einfach nur wissen, dass wir hier eine Korrektur einer übergeordneten Zeiteinheit dann traden und dann kann man das gut und gerne nehmen. Diejenigen, die sich beispielsweise die Stunde anschauen, die sehen dann halt auch, wenn es da nach oben läuft, solange wie wir nicht hier oben über diese Marke drüber gehen, über dieses Hoch, was wir da oben haben. Ich stelle vielleicht mal noch ein Preisschild daneben. Also hier diese Marke von ungefähr 2700 und was haben wir hier? 10. Jetzt bin ich ein bisschen drunter gerutscht. Also 8 bis 10 in diesem Bereich hier, ja, ist die 8, die 9. Da oben müssen wir drüber. Dann ist dieser Abwärtstrend erst einmal rausgenommen. Dann könnte es etwas höheres Korrekturlevel geben. Und dann wird es dann interessant, was hier oben passiert. Das wird sich also jetzt da unten alles irgendwo in irgendeiner Art und Weise entscheiden. Ansonsten ist das jetzt wirklich nur Trend im Abwärtsverlauf nach unten. Wir werden sehen, was die Big Boys aus den USA aus diesen Vorgaben entsprechend auch noch mitmachen. Gut, Holger, ich sehe, du bist auch dabei. Auch von meiner Seite her einen schönen guten Morgen. Danke dir. Also hier, so viel zum S&P 500. Wie schon gesagt, wenn Fragen zu Charts auch sind, einfach posten. Wir gucken gerne mal auch noch in das ein oder andere Symbol hinein. Und damit würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Markt rein. Ich habe hier mal Silber auf der Uhr. Wieso habe ich Silber mit auf die Uhr genommen? Bevor wir auf Silber gucken, mal ganz kurz Gold. Wenn wir uns Gold mal anschauen, Gold ist in einer hervorragenden Bewegung momentan. Ja, wir sehen, dass hier der Trend hat sich gebildet. Das war alles ein bisschen zappelig. Das ist ein normales Verhalten beim Gold. Da muss man als Händler einfach ein bisschen geduldig sein. Der Markt ist ein bisschen anders als andere Märkte in Teilen. Aber wir haben hier sehr, sehr schön im Gold diesen Aufwärtsmarkt. Das heißt, wir hatten hier wunderbar erste Bewegung, dann zappelige Korrektur dieser ersten Bewegung mit Abwärtsschieben, Aufwärtsschieben. Aber im großen Bild hat sich hier was nach oben entwickelt. Das zeigt auch ein bisschen dieses Harbor, dieser sichere Hafen, was wir hier entsprechend auch immer wieder haben wollen. Und wir haben jetzt hier einen schön nach oben laufenden Trend im Gold. Und was wir hier immer wieder sehen beim Gold, dass das Silber so ein bisschen hinterherläuft. Und deswegen habe ich hier das Silber mal mit reingenommen, weil die positive Performance vom Gold, wenn die auf Silber auch abfärbt, das könnte interessant werden. Muss nicht, aber kann. Das ist halt das, was ich immer sage. Wenn wir hier Korrelationen haben, die wir in Zeitverzögerungen auch gespielt bekommen, dann ist das ja interessant, mal so einen korrelativen Markt auch anzuschauen. Und das ist das, was wir hier aktuell auch sehen, wenn wir uns den Silberpreis mal anschauen. Wir haben hier einen Markt, der definitiv, ich mache es mal kurz etwas größer, der definitiv momentan hier auch einen Aufwärtstrend gebildet hat im kleinen Bereich und das hier durchaus nach oben weiter fortführen kann. Das heißt, was wir hier jetzt gesehen haben oder weiterhin noch sehen, ist jetzt, wir haben hier einen Verlauf, der hier ein Stück weit nach unten korrigiert hat. Das heißt, diese letzte Bewegung hier nach oben wurde auch ganz ordentlich korrigiert. Dann schob es den Markt letzte Woche hier auch Freitag nach oben. Ist noch nicht ganz hier über die Marke von 14,66 drüber gekommen. Das heißt, da muss der Markt definitiv drüber, um nach oben zu laufen. Und dann haben wir hier oben halt interessante Anlaufpunkte. Wir haben hier einige Tageshochs, die man einfach schnell anlaufen kann. Und dann hier oben dieser Widerstandsbereich um die 1, um die 14,83 da oben hier, also in diesem Bereich. Dann schiebt es den Markt drüber, wenn er weiter positiv verläuft, in das Tageshoch hier oben rein, um die 14,91. Und dann hier die 14,99, also knapp 15 Euro. Jetzt zoome ich es mal ganz kurz wieder kleiner, damit wir sehen, wo es herkommt. Diese Marken hier oben, die kommen nämlich aus diesem Verlauf, den wir hier haben. Die Hochs, die Spikes hier, die Tageshochs, die anlaufbar sind. Und dann der nächste Widerstandsbereich aus diesem Abwärtsschwung, den wir hier haben. Und da können ja gut und gerne auch Korrekturorders liegen, beziehungsweise Händler, die an diesen Korrekturhochs ihre Positionen entsprechend auch absichern, die dann für Nachfrage sorgen könnten, weil die Short-Orders rausgehen und die müssen ja durch Kauforders gedeckt werden. Das könnte dafür sorgen, dass der Markt durchaus auch hier oben in die knapp 15 US-Dollar reinläuft. Noch ist die Entscheidung hier nicht getroffen, in welche Richtung es weitergeht. Aktuell zögert der Markt hier ein bisschen zum Wochenstart, aber das ist jetzt nichts, um hier den Kopf in den Sand zu stecken, sondern dieses Szenario ist momentan definitiv da. Das heißt, was wir hier sehen, ist eine kleine Korrektur auf Stundenbasis. Mit Blick nach unten könnte sich natürlich diese Korrektur noch ein Stück weit fortsetzen. Das wäre dann nicht so, sage ich mal,
ein gutes Zeichen, dass der Markt hier bullisch weiterläuft, so wie es das Gold momentan macht. Das heißt, wir haben hier unten natürlich dieses aktuelle Tagestief, was wir haben vom Donnerstag bei 14,33, 14,34 und hier haben wir noch ein Tagestief bei 14,20. Der Markt könnte ja sogar rein theoretisch bis hier runter korrigieren. Nur das wäre im Verlauf, wenn man den Goldpreis sich mal anschaut, wenn der Goldpreis momentan, so wie es aktuell auch tut, weiter nach oben läuft, das wäre etwas zu starke Verzögerung. Das heißt, das wäre dann ja eine gegenförmige Entwicklung. Das ist dann das, was wir nicht sehen wollen, sondern hier das korrelative Trading. Wenn der Goldpreis hochläuft, dann wäre es gut für dieses positive Setup, wenn der Silberpreis einfach ein Stück weit nach oben mitläuft. Und dass er das momentan auch macht, das sehen wir in der Stunde. Das heißt, hier sehen wir in der Stunde schön diesen Hochlauf, dieses Korrekturtrend hier nach unten, der wurde gebrochen, der Markt läuft, hier schwingt sich schön nach oben. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, wie sich der Markt weiterentwickelt, ob dieser Schwung nach oben mitgenommen wird oder aber, ob wir hier sozusagen einfach noch ein bisschen, ja, Schub nach oben gesehen haben und der Gold bzw. der Silberpreis dem Goldpreis nicht mehr ganz so hinterherläuft. Das können wir einfach hier vom Markt auch entscheiden lassen. Aber wenn die Korrelation weiter vorhanden bleibt, dann können wir schon davon ausgehen, dass sich der Silberpreis auch weiter mit nach oben entwickelt. Und das wären hier kurzfristig zumindest einmal Setups, die man durchaus spielen könnte. Und damit gehen wir in das Währungspaar britischer Pfund, US-Dollar. Das Cable sozusagen auch eine sehr, sehr beachtete Währung im Moment. Und hier ist mir erst einmal ein Blick in den Wochenchart wichtig. Warum? Sehen wir gleich. Hier haben wir nämlich die Woche, wo wir diese erste starke, extreme Abwärtsdynamik hatten, hier auch mit den Schwüngen untergeordnet zu sehen. Und jetzt hatten wir hier oben in diesem Markt hier bei der Marke von ungefähr 14,32, 4. Ach, ein Deckel oben drauf. Und seitdem läuft der Markt jetzt ziemlich stark nach unten. Hier unten ist momentan ein Boden bei 1,267 in etwa. Da wollte der Markt noch nicht so richtig drunter. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder zwei Szenarien, die wir im kurzfristigen Bereich traden können. Nummer eins ist das Thema Abprall erst einmal wieder von dieser Marke. Und Nummer zwei ist Trading dieses Dreiecks. Das Dreieck sehen wir ein bisschen besser im Tageschart, wenn das Dreieck hier nach unten durchbrochen wird, weil das diese Oberfallseite stark, stark abfallen ist. Das heißt, wir sehen hier wirklich sehr, sehr schön den Verkaufsdruck von oben, das sehen wir an diesen Wochenkerzen. Deshalb bin ich hier mal in den Wochenchart gegangen, dass der Markt immer wieder abverkauft. Hier hatten wir letzte Woche so mal diesen ersten Test und dann eine Woche, die nahezu unverändert geschlossen hat. Also auch eine hohe Unsicherheit, ob es jetzt doch weiter nach unten oder eher doch erst einmal nach oben geht. Das wird sich jetzt entscheiden und deswegen ist hier ein schöner Drehpunkt. Deswegen ist der Markt heute mit auf die Uhr gekommen. Mittelfristig, wenn diese Marke hier unten gebrochen wird, dann haben wir hier aus dem Bereich der letzten Aufwärtsbewegung hier dieses Aufwärtsschubes nach oben, haben wir einen Korrektur. Tief, was auch ein Tagestief ist oder ein Wochentief um die Marke von 1,25887. Und dann haben wir hier noch weitere zwei Wochentiefs bei 1,25145 und noch ein Stück tiefer bei 1,23588. Die liegen hier definitiv in greifbarer Nähe mit dabei. Deswegen haben sie Einfluss in das Setup nach unten hin gefunden. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal noch auf der Wochenbasis an, weil auf der Wochenbasis sehen wir sehr, sehr schön, wie sich dieses Dreieck hier hinten zuspitzt. Das heißt, wir sehen immer weiter die abflachenden Bewegungen hier. Das wird ein Tingeltangel hin und her. So ist auch die letzte Woche entstanden. Also es kommt jetzt noch nicht so richtig Dynamik auf. Aber wenn an solchen Stellen Dynamik aufkommt, dann kommt die halt immer mit, ich sag mal, mit Schmackes oder sehr, sehr häufig mit ordentlich Schmackes. Deswegen ist es gut, solche Punkte auch mit drinnen zu haben. Das heißt, je größer der Druck von oben wird, je höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass in irgendeiner Art und Weise hier eine Entscheidung getroffen wird. Und in Bezug auf dieses Korrekturmuster, was ja ein bärisches Korrekturmuster ist, und wir sind in der Woche auch in einem Abwärtstrend, der Tag ist ja natürlich auch abwärts gerichtet, dann heißt das, dieses Muster, wenn es in Trendrichtung aufgelöst wird, dann steigt die Dynamik doch eher nach unten. Und das ist hochinteressant. Und das kann man hier an dieser Stelle definitiv entsprechend sehen. Wie schon gesagt, wir bekommen heute noch ein paar Daten aus Großbritannien am Vormittag. Da muss man mal abwarten, in welche Richtung sich der Markt entscheidet. Es kann auch mal ganz kurz einen Spike nach oben geben und dass dieser Spike auch gewisses Potenzial haben kann. Das sehen wir hier an diesen ganzen Hochs, die wir liegen haben, weil wir haben hier doch sehr, sehr viele Tageshochs extrem eng aneinander liegen. Und das kann dann natürlich, und das ist das Schöne an diesem Spannungsmoment, das kann auch ganz gerne mal für einen Schub nach oben dienen. Und das ist das, was man dann in den kleinsten Zeiteinheiten auch mit nutzen kann, um diese Trading News Events herum, wenn der Markt sich zur entscheidenden Richtung aufzieht, das kann man dann ganz gut sehen. Entweder man kommt noch in so eine laufende Bewegung rein, wenn sie beispielsweise nach oben schiebt, oder man kann dann entsprechend Sachen, wenn der Markt nach dieser Bewegung wieder rumdreht nach unten,
das Ganze dann sozusagen in übergeordnete Richtung zu traden, das heißt wieder in die untergeordnete Richtung. Das bleibt hier spannend, wie wir hier heute den Markt erleben werden. Also mit Blick nach oben im Kurzfristbereich gibt es doch einige Chancen. Nach unten das Gleiche, nach unten gibt es das Ganze dann sogar im mittelfristigen Bereich noch etwas tiefer gezogen. Also das die Handelsideen für den heutigen Tag. Jetzt schaue ich noch mal ganz kurz in die Chats hinein, ob ich Fragen sehe. Fragen sehe ich aktuell keine. Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die Zeit hier am Montagmorgen wieder zusammen. Morgen geht es wieder los. Spätestens 8 Uhr sehen Sie den entsprechenden Blog-Eintrag und um 8:30 Uhr dann hier, wie gewohnt, die Besprechung der Handelsideen und gern auch die Beantwortung der ein oder anderen Fragen. In diesem Sinne, allen gute Trades und bis morgen hier bei Zeichen.